Bitte schön. Danke, Axel. Ja, wir kommen zum nächsten Höhepunkt. Es geht jetzt um den Preis vom Landrat Stefan Löbel. Er steht bereits hier mit seinem oder mit dem ausgeliehenen Revolver, um den Dachauer Luftraum zu verletzen. Und wir starten das Rennen dann der U17-Klasse, weiblich und männlich. Und Sie schön sehen hier drei ganz zärtliche, hübsche junge Mädels an der Startlinie. Sie werden von den wilden, bösen Jungs hinten dann vorangetrieben. Es geht Schlag auf Schlag. Jede zweite Runde gibt es dementsprechend eine Wertung. Und Fahrerinnen ab! Aufnehmen. Und Fahrer ab. Auch hier ein ganz, ganz starkes Fahrerfeld um den Preis von Herrn Landrat Stefan Löbel. Alle Jahre. Wieder die ersten vier. Und ich habe hier mit dem tollen Fahrer. Das Kampfgericht ist hier bei einem solchen Rennverlauf gefordert. So, hier wird Aufstellung genommen, der Oberberger. Da gibt es für das Foto. Jury bereit. Vorausfahrzeug. Die Ziegler von Opel, Florian, auch bereit. Ich gehe ein bisschen zurück, weil du schürst so laut. Und wir zählen gemeinsam wieder runter und dann wird Florian Hartmann starten. 2-1 und Fahrer ab. Applaus, liebe Radsportfreunde. Angezogenes, großes Fahrerfeld. Das ist allemal heute hier ja, ein Genuss dabei zu sein. Und wir werden mal. Thank you.
die Punktevergabe. Die dritte 5 Punkte für den Fahrer mit der Startnummer 1, Tobias Müller, er ist sie Kämpfer. 3 Punkte für den Fahrer mit der Startnummer 91, Martin Dugal vom CK Bus. Sind Sie jetzt hier im Rennen? Jetzt steht die 24 an der Anzeigetafel. Das Vorausfahrzeug ist bereits wieder durchgefahren. Der Insignia vom Autosalon Faber und die 2 soeben durchgefahren. Florenz Knauer. Mal hier dementsprechend eine ganz, ganz harte Nuss. Jetzt kommt die 21 und der Blöckner. Mit TDP Glocke, nächste Runde geht es wieder um die Punkte. 74 und 9 an der Spitze. Wir müssen auf Zeiten, jetzt kommt gleich Spitze frei. Der Schmarrn von Ehr ist die Kämpfer. Die eine. Momentan sieht es so aus, als die Schlusswertung dementsprechend auch entscheidend wird, wer die 67. Austragung des großen Preises, ja nicht nur Deutschland, sondern auch die bayerischen, ja, Farben, weiß und blau. Und da müssen wir schon den Kopf ziehen, was die Jungs hier leisten und dementsprechend ziehen können. Der Lifeline Panther, er war der Zweiter bei der Mannschaft. Die Oberhausmannschaftsfahne war deutscher Meister beim Mannschaftsverfolgungsrennen. Wird es spannend? Das ist die Gruppe. Letzte Runde und die 17 und die 1. Aber der Letztjahressieger Tobias Erler vom RSC Kempten. Er hat Chancen mit der Startnummer 1, er hat 15 Punkte für die Sieber. Gut,